というふうに日本をワールドカップ優勝に導くためのストライカーを育成しようというのがこのブルーロックプロジェクトでございます。Die Japaner wieder mit ihren Träumen. Und Japan führt plötzlich 83. Minute 1:2. Dabei bleibt's. Deutschland mit bitterem Fehlstart in diese WM. So nennt man es dann wohl, wenn die Realität die Kunst imitiert. Meine Güte, schon wieder ist ein Jahr rum und das bedeutet auch, die letzte Anime-Season des Jahres geht zu Ende. Und ich kann schon mal so viel sagen, das war ein wenig ein Best-of aus allen möglichen Genres, die Anime so zu bieten hat. Weswegen ich auch versuche, den Überblick über die Fortsetzungen in diesem Video möglichst kurz zu halten, aber schauen wir mal, ob ich das auch hinkriege. Doch zum Abschluss dieses Jahres will ich dann noch eine Sache ändern. Ich weiß nämlich, dass viele von euch an den deutschen Dubs interessiert sind. Da ich aber nicht immer mitkriege, wenn ein deutscher Dub rauskommt und ich daher nicht immer eine Meinung dazu habe, habe ich mir gedacht, dass ich euch zumindest aber die Information zukommen lassen kann, dass ein Dub überhaupt existiert. Wie ich das euch zeige, werdet ihr gleich genauer sehen. Doch bevor wir zu den Anime kommen, gibt es wieder eine kleine Empfehlung abseits der Serien, wobei es sich im Vergleich zu den letzten zwei Videos nicht um einen Film handelt. Stattdessen schließen wir den Kreis vom letzten Jahresrückblick mit einer Meldung zu Honeyworks. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die Musikgruppe, die in diesem Jahr auch einen Anime hatte. Und was sagte ich gleich damals nochmal? Und jetzt werde ich auch ein wenig egoistisch, denn ich möchte, dass ihr ihn auch schaut, damit Honeyworks in Zukunft vielleicht auch endlich mal einen Anime zu Mona oder auch Arisa macht. Die beiden haben nämlich die meiner Meinung nach interessantesten Geschichten und ich will die endlich animiert sehen. Und auch wenn das nicht direkt erfüllt wurde, so gab es tatsächlich 7 Jahre nach dem ersten Song endlich einen weiteren, der die Geschichte abgeschlossen hat. Und der war meiner Meinung nach echt gelungen, mit kleinen Anspielungen an die gesamte 7-jährige Geschichte. Weswegen ich auch nicht weiß, ob ein Binge-Watchen dieser 6 Songs, kann man das bei Songs überhaupt so sagen, denselben Effekt hat. Denn das Unwissen darüber, ob ein neuer Song, von denen es ja unzählige in dieser Zeit gab, diese Geschichte weiterführt, war irgendwie Teil der Faszination. Nichtsdestotrotz kann ich die Reihe nur empfehlen, gerade weil es im Prinzip nur so lang wie eine einzelne Anime-Folge ist, also kein riesiger Zeitaufwand. Gut, aber dann endlich nun zu den Fortsetzungen und gleich auch zu einer Entschuldigung, denn es gibt doch noch einen Film, nämlich zu Eurocamp, der Anime, der sich ums Campen dreht und der die Rückkehr des Cute Girls Doing Cute Things Genres einleitet, nachdem dieses in den letzten Seasons weniger häufig präsent war. Wobei ich zu Beginn enorm überrascht war, denn der Film spielt nicht mehr in der Highschool. Nein, wirklich, sowas gibt es noch. Die Charaktere sind alle erwachsen und haben Jobs. Und ich sag mal so, das war irgendwie nostalgisch, weil der Film eben neben dem Camping auch etwas erwachsenere Themen aufgreift, wie die Tatsache, dass die Gruppe ihren eigenen Campingplatz aufbauen will, das aber aufgrund ihrer Jobs und anderen Problemen gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Definitiv also etwas für alle, die den Anime gesehen haben. Ansonsten gab es noch Fortsetzungen zu To Your Eternity, was immer noch ein Anime mit einer sehr eigenen Geschichte ist. Und auch wenn diese noch immer gut ist, so muss man auch sagen, dass die ursprüngliche Magie dieser etwas anderen Geschichte langsam zu verfliegen droht. Daher hoffe ich, dass sie nicht zu lang gezogen wird. Ähnlich ging es mir so auch mit dem finalen und dritten Teil von JoJo's Bizarre Adventure Part 6. Ich sag es am besten mal so. Ich mochte ja immer, dass der Anime ein wenig bescheuert ist, aber ich habe das Gefühl, bei Part 6 hat es der Autor dann doch ein wenig übertrieben. Ich will da aus Spoilergründen jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber ich habe mir gerade in den letzten Folgen fast nur noch an den Kopf gegriffen und mich gefragt, was für ein Zeug beim Schreiben da genommen wurde und wo man das herkriegt, aber eben nicht in der guten Art und Weise. Schauen also definitiv nur auf eigene Verantwortung. Doch es gibt auch noch andere Fortsetzungen, die ein wenig mehr dem entsprachen, was ich erwartet hatte. Zum einen die 2. Staffel von Spy X Family, was noch immer die lustige Familienkomödie mit Spionen und Attentätern ist, sowie die inzwischen 3. Staffel zu Iruma, bei welchem ich immer noch überrascht bin, dass es so gut funktioniert. Aber es gibt wohl immer diese seltsamen Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ach ja, und dann war schließlich noch der Anime, der nach 10 Jahren endlich zurückkehrte. Und daher sagen wir es jetzt alle zusammen. Bang! Bleach ist zurück mit seinem letzten Manga-Arc und es ist besser als je zuvor. Dazu wird es dieses Mal keine Filler geben, wodurch man sich voll und ganz auf die Story konzentrieren kann. Wer also mal wieder etwas nostalgisch werden will, der hat mit Bleach eine gute Option. Gut, und das war's doch dann auch bereits mit den Fortsetzungen. War doch heute relativ flott.
Kommen wir also zu den Neuerscheinungen. Kellner? Sie wünschen? Also ich halte mich persönlich ja für einen Connoisseur des Cute Girls Doing Cute Things Genres. Hätten Sie da vielleicht was für mich? Ah, eine sehr gute Wahl. Den Eurocamp-Film haben Sie ja schon gesehen. Aber ich habe da noch zwei ganz besondere Empfehlungen, nämlich Yamano Susume und Do It Yourself. Oh, das klingt ja beides sehr verlockend. Erzählen Sie mir doch davon. Also, bei Yamano Susume handelt es sich technisch gesehen auch um eine Fortsetzung, denn es ist bereits die vierte Staffel einer Serie mit dem Thema Bergsteigen. Wobei vierte Staffel nach mehr klingt, als es wirklich war, denn die erste Staffel bestand aus 5-Minuten-Folgen und die zweite und dritte Staffel jeweils aus 10 bis 15-Minuten-Folgen. Mit der vierten Staffel gibt es das erste Mal die vollen 20 Minuten und die große Herausforderung um das Besteigen des Fuji wird mit dieser abgeschlossen. An sich gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Man bekommt bei diesem Anime, was draufsteht, mit ein wenig Charakterentwicklung dazu, zum Beispiel bei Aoi, die am Anfang der Serie völlig in sich gekehrt ist und am Ende enormen Spaß am Bergsteigen findet. Besonders herausstellen kann man aber noch die schönen Panoramabilder, in denen immer wieder eine Menge Details stecken. Einziges Problem ist, dass sich High Dive die Lizenz von Crunchyroll gesichert hat, wo früher die ersten Staffeln liefen, dann aber aus irgendeinem Grund nicht für den deutschen Raum, sodass man nun keine der vier Staffeln mehr irgendwo auf einem Streamingdienst schauen kann. Ja, vielen Dank auch für nichts. Hm, das klingt ja schon ganz nett. Und was ist dann mit Do It Yourself? Ah, eine sehr gute Wahl. Das ist tatsächlich ein Anime-Original, bei welchem es um das Handwerkern geht. Die Serie spielt dabei in einer etwas fortgeschritteneren Welt, in welchem schon Roboter und KIs alle möglichen Arbeiten übernehmen können. Doch gerade in dieser trifft Serifu in ihrer Schule auf den DIY-Club und entdeckt den Spaß darin, etwas selbst zu basteln. Wobei auch eine gehörige Portion Schmerzen dazukommen, weil Serifu ein wenig ungeschickt und auch ein wenig, naja, nennen wir es neugierig ist. Jedenfalls schafft es Serifu nicht nur für sich selbst das Handwerk zu entdecken, sondern zieht mit ihrer Art auch immer mehr Leute in den Club, wobei die für sie wichtigste Person wahrscheinlich Pudding, ihre Nachbarin ist, da sie beide schon in Kindertagen gemeinsam gespielt haben, sich jetzt aber scheinbar eine kleinere Kluft zwischen ihnen gebildet hat. Nicht, dass Serifu das irgendwie aufgefallen wäre. Am Ende können all diese Mitglieder auch ein richtiges Projekt in Angriff nehmen, das dem Abschluss der Serie ein Gefühl der Befriedigung gibt, wenn es dann schließlich fertiggestellt wurde. Darüber hinaus überzeugt die Serie mit ihrem ganz eigenen Stil und ihren Gags, die teilweise schon ein wenig eigen sind. Definitiv also für einen Fan des Genres etwas, dem man mal eine Chance geben sollte. Oh, die waren wirklich sehr gut. Hätten Sie da vielleicht noch was für den Abgang? Okay, ich sag Ihnen jetzt was. Ich habe da noch einen ganz besonderen Anime. Aber den habe ich nicht hier, den muss ich erst bereit machen. Gedulden Sie sich also noch ein wenig. In der Zwischenzeit machen wir ein wenig mit anderen Genres weiter. Das Rom-Com-Genre ist ebenfalls nicht wegzudenken, kommt aber dieses Mal in Romantic Killer mit einer weiblichen Protagonistin um die Ecke. Anzu interessiert sich eigentlich nicht für romantische Beziehungen. Ihre drei großen Begierden sind Schokolade, Videospiele und Katzen. Um sie also zu zwingen, sich romantisch mit dem anderen Geschlecht einzulassen, kommt eines Tages eine Fee, die ihr diese drei Begierden nimmt und nur dann wieder zurückgibt, wenn sie in einer Beziehung ist. Dafür schickt diese Fee der guten Anzu auch immer wieder heiße Typen um die Ecke, die alle versuchen, sie zu umgarnen. Das Problem? Die Fee hat ihr ganzes Wissen um romantische Beziehungen auf einem Dating-Sim aufgebaut, weswegen da ein wenig das Feingefühl fehlt, um es mal nett auszudrücken. Und da Anzu sich auf keinen Fall erpressen lassen will, ergibt das am Ende eine Show, bei der die Klischees tatsächlich mal funktionieren, eben weil mit diesen in einer Art und Weise gespielt wird, die vor allem den Comedy-Anteil enorm gut unterstützen. Aber das ist nicht der einzige Trick, den der Anime drauf hat, denn die anderen zwei Pfeiler dieses Humors kommen einmal vom Stil, der die Charaktere immer gern besonders extrem darstellt, und natürlich den Synchronsprechern. Da der Anime auf Netflix kam, gab es direkt eine deutsche Synchronisation, die, wie ich fand, gut gelungen ist. Einem reichen Jungen manipuliert zu werden, der so egozentrisch, selbstverliebt und bestimmend ist wie er, ist sowas von nervig. Aber was mich echt aufregt ist, dass er dachte, ich wäre so dämlich und würde einen Unfall vortäuschen, weil ich ihn so toll finde. Doch dann habe ich doch nochmal die japanische ausprobiert und ich muss es ganz ehrlich so sagen, sorry, aber die ist einfach auf einem anderen Level. Oh.
Ich kann daher wirklich nur empfehlen, den Anime auf Japanisch zu schauen. Rie Takahashi ist nicht ohne Grund eine der bekanntesten Synchronsprecherinnen und sie zeigt das hier wieder enorm gut. Aber egal ob nun Deutsch oder Japanisch, eine Sache schafft der Anime dann doch noch. Ist er die meiste Zeit nämlich eher Comedy, so sind gerade die letzten drei Folgen überraschend ernst. Und was ich besonders gelungen fand, war, dass die angesprochenen Probleme hier nie ins Lächerliche gezogen werden, wie das ja gerne in Comedies passieren kann. Und gerade diese Folgen sind es dann auch wieder, die einem vor Augen führen, dass es tatsächlich eine gewisse Charakterentwicklung gab. Ich wiederhole das nochmal. Es ist eine Rom-Com, bei welcher man am Ende das Gefühl hat, dass die Charaktere sich weiterentwickelt haben und das eben nicht nur in der Frage, wer in wen verliebt ist. Denn, so viel muss man dann auch sagen, eine Beziehung gibt es am Ende noch nicht. Ganz so besonders ist der Anime dann doch nicht. Nichtsdestotrotz ist die Serie gerade dann etwas, wenn man generell Fan des Genres ist, weil das Nutzen der ganzen Klischees für den ein oder anderen Lacher sorgen wird. Und ganz ähnlich ist es auch mit dem nächsten Anime, welcher sich Eminence in Shadow nennt. Der Anime ist im Prinzip das gleiche wie Romantic Killer, bloß für das Isekai-Genre, also ein wenig wie Konosuba damals. Sprich, er nimmt die ganzen Isekai-Anime-Klischees und dreht sie so weit auf, dass es einfach schon wieder unterhaltend ist. Und um das zu demonstrieren, gibt es jetzt hier eine kurze Zusammenfassung der ersten Folgen. Der Hauptcharakter Sid hat einen Traum. Er will die Eminence in Shadow werden, eine mächtige Person, die aus dem Schatten die Welt kontrolliert. Dafür trainiert er so weit, dass er quasi eine Art moderner Batman ist. Doch weil seine Möglichkeiten in unserer Welt begrenzt sind und er zum Beispiel immer schwächer als eine Atombombe sein wird, tut er das einzig Logische in dieser Situation und wirft sich vor einen Laster, um reinkarniert zu werden. Und in dieser neuen Welt will er nun den typischen Hintergrundcharakter spielen, während er in Wirklichkeit die Zügel der Welt aus dem Schatten in den Händen hält. Bedeutet also, er tut so, als wäre er schwächer als er ist und hötet hinter dem Rücken seiner Familie Banditen. Aber wartet, das war noch nicht das Ende. Eines Tages rettet er also ein Mädchen, an dem offenbar Experimente durchgeführt wurden. Und um mit dieser eine Organisation bilden zu können, denkt er sich mal eben eine Geschichte über den Kult des Diablos aus, welcher im Untergrund angeblich böse Dinge plant. Was er nicht weiß, alles, was er sich da gerade ausdenkt, ist nicht ausgedacht, denn der Kult des Diablos existiert wirklich. Was am Ende zu einer Situation führt, bei dem alle seine Mädchen, denn natürlich sind das alles Mädchen, die er rekrutiert, tatsächlich wissen, dass der Kult existiert und nur Sid der Einzige ist, der denkt, dass alle um ihn herum lediglich roleplayen, damit er sich nicht schlecht fühlt. Es ist eine der dümmsten Prämissen und der Grund, warum es funktioniert, ist die Tatsache, dass der Anime einfach weiß, wie dumm es ist. Beispielsweise versucht der Anime nie, Sid zu einem typischen Insert-Character zu machen, sondern stellt ihn immer wieder als enorm Bescheuerten hin, der einfach nur seinen Fantasien nachjagt. Ihr erinnert euch da doch noch an den Kommentar mit der Atombombe, oder? Ja, habe ich mir gedacht, hier ist, wie das aufgelöst wird. Keine Ahnung, aber speziell mit der Art und Weise der Präsentation ist das einfach eine so dumme und gleichzeitig so gelungene Szene. Also, wer sich mit dem Isekai-Genre auskennt und der etwas will, das wie Konosuba diese Klischees auseinandernimmt, der macht mit dem Anime sicher nichts falsch. Vor allem, weil dieser Anime, man mag es kaum glauben, ein Doppelkur-Anime ist. Sprich, der läuft auch noch in der nächsten Season weiter. So, aber nach diesen Anime, die eher Parodien waren, kommen wir jetzt endlich mal wieder zum Ernst des Lebens. Also, zumindest in Anime. Und beginnen will ich dabei mit einer Serie, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Raven of the Inner Palace erzählt die Geschichte der Rabenkonkubine, die im Gegensatz zu den typischen Konkubinen keinen Beischlaf mit dem Kaiser einer fiktiven Insel vollzieht. Man lernt dabei recht frühzeitig, dass es eine Geschichte um dieses besondere Verhältnis der beiden gibt, was sicher auch der Grund dafür ist, dass die Rabenkonkubine eine gewisse Form der Magie beherrscht, die vor allem genutzt wird, um auf der Erde wandernde Seelen ins Jenseits zu schicken. Die Geschichte selbst folgt dabei dem etwas älteren Villain of the Week-Prinzip, also es gibt in jeder Folge eine Anfrage an die Rabenkonkubine, sich um einen bestimmten Geist zu kümmern. Um diesem Geist dann zu helfen, muss sie Nachforschungen anstellen, etwas über dessen Leben und vor allem Tod erfahren, um schlussendlich eine Lösung für das Problem zu finden. Am besten gefallen hat mir dabei die Art und Weise, wie diese Geschichten immer wieder präsentiert werden. Ich finde das einen sehr kreativen Stil, weil es auch zu der Epoche, die ja an ein älteres China angelehnt ist, passt.
Doch die einzelnen Geschichten sind natürlich nicht alles. Über Zeit entwickeln sich die Personen weiter. Mehr Leute finden sich im Palast der Rabenkonkubine wieder, wodurch diese sich über Zeit von einer eher einsamen Person zu einer deutlich geselligeren Person entwickelt. Vor allem aber steht die Beziehung zum Kaiser im Vordergrund und warum es den beiden eigentlich nicht erlaubt ist, sich zu treffen. Die Entwicklung dieser Beziehung ist über die ersten 8 bis 9 Folgen gut gelungen, wie ich fand, und hatte eigentlich auch einen guten Punkt, an welchem man die Staffel schön hätte beenden können. Jedoch muss ich auch sagen, dass es danach noch 3 Folgen gibt, die sich etwas stärker um einen Plot rund um einen Antagonisten drehen, welcher, wie ich finde, einfach nicht genug Zeit bekam, um wirklich überzeugend zu sein. Es ist sicher nicht so schrecklich, dass es den Rest der Serie verdirbt, aber ich finde gerade im Vergleich mit dem ersten Part der Geschichte wirkt es hier doch alles ein wenig zu sehr gerusht. Nichtsdestotrotz ist es gerade dieser erste Part, der die Serie sehenswert macht, wobei ich aufgrund der Villain of the Week-Formel keine längeren Binge-Watch-Sessions empfehlen würde, einfach da ich mir vorstellen kann, dass es sonst repetitiv wird. Aber jetzt dann wieder was mit Action, und was wäre da besser als der so hochgehypte Chainsaw Man-Anime? Kann der Anime dem riesigen Hype gerecht werden? Ich würde sagen, jein. Aber fangen wir doch mal mit der Geschichte an. Die Geschichte dreht sich um Denji, der als Söldner-Teufelsjäger arbeiten muss, weil er von seinen Eltern Schulden übernommen hat und diese nun zurückzahlen muss. Eines Tages stirbt er und sein Teufelsfreund Pochita ermöglicht es ihm, weiterzuleben, wodurch er aber auch selbst halb zum Teufel wird, dem Kettensägenteufel. Er wird daraufhin von Makima, einer Mitarbeiterin der größten Teufelsjägerfraktion Japans, gefunden und angeheuert, damit er ihnen hilft, Teile des Pistolenteufels zu finden, was wiederum notwendig ist, um diesen stärksten aller Teufel ausfindig machen zu können und schlussendlich zu erledigen. Das alles klingt recht typisch nach Shonen und ich denke, da sollte man nicht viel mehr erwarten. Zumindest momentan nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt Manga-Leser aus den Ecken gekrochen kommen, um mir zu sagen, dass ja alles noch so viel besser wird, wie irgendwie bei jedem Anime. Aber fairerweise will ich auch sagen, dass man, wenn man sich mit dieser doch recht typischen Shonen-Formel anfreunden kann, auch Dinge findet, die es ein wenig vom Rest abhebt. Das geht bei der Motivation Denjis los, der nur ein angenehmes Leben führen will, nachdem er lange ein schreckliches gelebt hat und der zum Beispiel daher einfach mal Brüste anfassen und es mit Makima treiben will. Und ja, das ist definitiv mal ein anderes Ziel als das der sonst so moralischen Hauptcharaktere anderer Shonen-Anime. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass genau das schnell auf die Nerven gehen kann. Es kommt also ein wenig auf euch an, ob es euch gefällt oder nicht. Doch was man bei dem Anime mit Sicherheit herausstellen kann, ist die Animationsqualität. Ich glaube, ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so konsistent gut animiert war. Und eben nicht nur die Kämpfe, sondern auch die kleinen Momente. Sicher gibt es hier und da mal ein paar seltsam aussehende Animationen, gerade wenn CGI verwendet wird. Aber es ist abseits von Filmen sicher der mit am besten animierte Anime des Jahres. Mein einziges Problem ist, und ja, ich höre die Leute schon stöhnen, dass ich wieder was zu meckern habe, dass die Animation selten für mehr genutzt wird. Das gilt sicher für viele Mappa-Shows, ist mir aber hier besonders aufgefallen. Es wirkt alles so, als würde man lediglich die Panels des Manga animieren, mit sehr hoher Qualität, aber eben auch ohne selbst etwas hinzuzufügen oder auch einfach das Potenzial des Mediums Anime auszunutzen. Und ich will dabei nur nochmal betonen, dass das Kritik auf extrem hohem Niveau ist. Ich meine, seht euch diese Szenen einfach mal an. Aber eben gerade weil ich diese Zeit sehe, die da offensichtlich reingesteckt wurde, hätte ich mir gewünscht, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein wenig mehr Risiko durch Kreativität gegangen wäre. Wobei es auch nicht ganz richtig ist, dass es keine Kreativität gibt, denn es gibt eine Menge, nur steckt die vor allem im Opening, und ja, auch ich habe gesehen, dass da eine Menge Filmanspielungen drin sind, und vor allem in den Endings. Denn es gibt zu jeder Folge ein ganz spezielles Ending mit seinem ganz eigenen Stil. Also es ist Kreativität da, und ich wünsche mir für Staffel 2, dass diese auch in der eigentlichen Show eingesetzt wird. Und da wir gerade bei Shonen waren, bleiben wir kurz dabei und wechseln mal wieder zu einem Sportanime rund um Fußball. Allerdings dieses Mal mit einem kleinen Kniff. Seht ihr, das Problem an Fußball ist, dass es ein 11 gegen 11 ist und wer interessiert sich schon für die ganzen Verteidiger beim Schauen, mal ehrlich. Daher hat sich Blue Lock gedacht, lösen wir das Problem, indem wir uns nur auf Stürmer konzentrieren. Die Idee des Anime ist dabei, dass das letzte Puzzleteil der japanischen Nationalmannschaft, damit diese die WM gewinnen kann, ein egoistischer Stürmer ist. Und um diesen zu erschaffen, werden alle Stürmertalente des Landes in einer Art Tournament zusammengebracht, wo sie ihren Egoismus beweisen und sich gegen die Kontrahenten durchsetzen müssen. Denn wer rausfliegt, hat nie wieder eine Chance auf einen Nationalmannschaftsplatz. Die Idee ist sicher eine interessante, denn man kann den ganzen Cast nutzen, um das Beste am Fußball zu zeigen,
nämlich das Tore schießen, wobei jeder Spieler mit seiner ganz eigenen Taktik daherkommt, um ein Tor zu erzielen. Vor allem aber ist es besonders, weil es um das Aufeinanderprallen dieser verschiedenen Egos geht und wie diese sich gegenseitig ausschalten wollen. Der Stil des Anime wirkt dabei auf den ersten Blick recht normal, bis man zu den Augen kommt. Die sind passend zu dem Thema nämlich immer auf eine Art und Weise dargestellt, die den Torhunger präsentieren soll. Und ich denke, die Bilder zeigen, dass das eigentlich ziemlich gut gelungen ist. Was Animationen angeht, so ist es mal gut und mal weniger gut. Es gibt wie in vielen Sport-Anime-Szenen, in denen lange innere Monologe geführt werden, wodurch die Spieler quasi stillstehen müssen. Aber dann kommt der Anime auch immer mal wieder mit solchen Szenen hier um die Ecke. Die dann einfach nur richtig gut aussehen, auch wenn sie natürlich etwas übertrieben sind. Aber genau das passt ja eben auch so gut zu dem Anime, denn es geht nicht so sehr um Taktik wie noch in Aowashi, sondern wirklich um die Frage, wie kriege ich das Runde am besten ins Eckige? Es ist mal eine andere Art von Sportanime, die man sich gerade deswegen als Fan des Genres mal anschauen sollte, und vielleicht ist es auch gerade diese Abwandlung, die anderen mal Lust darauf macht. Okay, also mein persönliches Ziel für diese Season ist, dass wir mal wieder ein Gundam-Anime in den Mainstream bringen. Irgendwelche Vorschläge, wie wir das schaffen können? Wie wär's mit guten Animationen, vor allem in 2D? Sicher wichtig, aber wir brauchen irgendwas, was die Leute auch so richtig abholt. Komplexe, tiefgehende Themen? Auch eine gute Idee, aber ihr kennt doch die Mainstream-Zuschauer, die kriegen wir nicht mit sowas Komplexem alleine. Machen wir einen Highschool-Anime draus. Das ist die Idee, perfekt! Ja, ihr habt richtig gehört, einer der besten Anime der Season ist tatsächlich nicht nur ein Mecha, sondern sogar ein Gundam-Anime. Doch, wie ihr auch richtig gehört habt, ist dieser ein wenig anders strukturiert. Aber bevor wir dazu kommen, klären wir erst einmal die wichtigste Frage bei solchen längeren Franchises. Braucht man Gundam-Vorwissen? Nein, der Anime steht tatsächlich komplett für sich und ist daher auch ein guter Einstieg für Leute, die nie etwas mit Gundams zu tun hatten. Also, worum geht es? Die namensgebenden Gundams sind in der Vergangenheit verboten worden, weil sie denjenigen, der sie steuert, mit der Zeit aufgefressen haben und dementsprechend wurden nicht nur alle Gundams, sondern auch die Leute, die daran gearbeitet hatten, ausgelöscht. Jahre später kommt Soletta auf eine Schule mit ihrem Mobile Suit Ariel, welcher aber auf gar keinen Fall ein Gundam ist, ich meine, wie könnte man das nur denken? Dort will Soletta eigentlich nur ein normales Leben führen und Dinge tun, die man eben als Schülerin tut. Doch natürlich geht nichts so einfach nach Plan. Am ersten Tag besiegt sie zum Beispiel bereits den besten Piloten der Schule in einem Duell und ist damit nun automatisch der Bräutigam bzw. die Braut von Miorine, welche von ihrem Vater zur Heirat mit dem besten Schüler gezwungen wird. Die Geschichte dreht sich dabei vor allem um die Entwicklung der Beziehung, wobei eher freundschaftlicher Natur, zwischen Soletta und Miorine, während im Hintergrund alle möglichen Leute ihre eigenen Pläne verfolgen. Es ist dabei interessant, weil selbst die vermeintlich Guten in der Geschichte offensichtlich ihre eigenen Ziele verfolgen und man nie so richtig weiß, ob man diesen trauen kann oder nicht. Was mich aber vor allem an dem Anime überrascht hat, waren die Mecha-Fights. Ich bin ja kein Riesenfan des Genres, aber auch ich habe immer wieder gehört, dass gerade das übermäßige Nutzen von CGI wohl selbst von Fans etwas problematisch angesehen wurde. Das Problem gibt es ja nicht wirklich. Selbst wenn CGI genutzt wird, sieht es gut aus und auch wenn die Kämpfe alle nicht sonderlich lang oder komplex sind, so unterstützen sie die Geschichte gelungen. Und dabei nicht zu vergessen ist sicher der Soundtrack, der einfach so gut klingt. Also, wer schon immer mal dachte, dass er einen Mecha-Anime sehen will, aber immer Probleme hatte reinzufinden, weil es oftmals Fortsetzungen von bekannten Franchises waren, der sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Ob der Anime eingefleischten Fans das geben kann, was sie wollen, kann ich schwer sagen. Es ist zumindest schon auffällig, dass ein Großteil eher einem Highschool-Anime folgt, wobei es aber, wie erwähnt, auch genügend Punkte gibt, die ihn davon abheben. So, und damit kommen wir zum vorhin angekündigten großen Cute Girls Doing Cute Things Anime mit Bocchi the Rock. Und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dies eine der besten Adaptionen eines Werkes jemals ist. Und das sage ich, ohne das Original gelesen zu haben. Aber bevor wir dazu kommen, fangen wir wie immer mit der Story an. Hitori ist enorm introvertiert, sodass sie keine Freunde finden kann. Nicht, dass sie es nicht versucht hätte. Sie hat zum Beispiel gelernt, Gitarre zu spielen, um sie in die Schule mitzubringen, damit irgendjemand sie eventuell anspricht.
Aber das Glück war ja einfach nicht hold. Bis zu jenem Tag, als jemand sie auf einem Spielplatz fragt, ob sie nicht in ihrer Band aushelfen will, da diese gerade eine Gitarristin verloren hat. Wobei man fairerweise auch sagen muss, Hitori kann ihre Meinung dazu gar nicht erst zum Ausdruck bringen. Und ja, die Geschichte dreht sich nun um die Kesoku-Band und deren Charaktere. Also, wie sich die einzelnen Charaktere weiterentwickeln, aber auch, wie sie als Band zusammen besser werden. Doch natürlich bleibt der Anime dabei hauptsächlich eine Comedy, bei welcher die Gags vor allem auf Kosten von Hitori oder Bocchi, wie sie genannt wird, gehen. Doch wäre dies eine einfache Cute Girls Doing Cute Things Comedy, dann hätte ich den Anime sicher nicht so weit oben auf meiner Liste gehabt. Und es ist auch nicht die besonders gute Animationsqualität, die vielleicht nicht ganz so konsistent wie die von Chainsaw Man ist, sich aber auf keinen Fall hinter dieser verstecken muss. Nein, was den Anime tatsächlich über den Standard hebt, ist die Art und Weise, wie das Medium genutzt wird. Das gilt natürlich zum einen für die Geschichte selbst, wenn beispielsweise kleine Fehler in das Spielen eingebaut werden, um zu unterstreichen, dass die Band nervös ist. Aber vor allem wird dies für die Gags selbst genutzt. Bocchi the Rock ist ein Anime, der wirklich alle Möglichkeiten des Genres ausnutzt. Ich meine das ernst, ich könnte sicher ein gesamtes Video nur mit Beispielen füllen, wie das Medium in den verschiedensten Arten genutzt wird. Denn fast kein Moment ist einfach nur eine Kopie eines alten. In jedem steckt eine andere kreative Idee. Und vielleicht versteht man nun, was ich vorhin mit meiner Kritik an der Chainsaw Man Animation meinte. Natürlich erwarte ich nicht die gleiche Menge an Kreativität in einem Shonen-Anime, der deutlich ernster ist, aber ein paar dieser Ideen, die hier gezeigt werden, hätten auch enorm gut in Chainsaw Man gepasst. Aber zurück zu Bocchi. Ich hätte nie gedacht, dass in diesem Jahr noch einmal eine Comedy kommen würde, die The Demon Girl Next Door auch nur ansatzweise nahe kommen könnte. Aber dieser Anime hat es tatsächlich geschafft. Eben auch, weil die Gags alle so unerwartet kommen, ist es definitiv einer der lustigsten des Jahres. Wobei ich mich manchmal schon ein wenig schlecht gefühlt habe, weil ich über Bocchis Leiden gelacht hatte. Das ist dann schon irgendwie ein wenig widerlich. Aber ein positiver Punkt ist noch, dass der Anime seine Charaktere auch nicht auf dem Status quo stehen lässt, sondern gerade deren Beziehungen und Charaktere aktiv versucht weiterzuentwickeln. Sicher, Bocchi ist am Ende des Anime jetzt kein super extrovertierter Typ, aber man kann schon erkennen, dass es da eine gewisse Entwicklung gab, weswegen einem die Bandmitglieder und selbst diese eine Person, die ganze Zeit betrunken ist, mit der Zeit ans Herz wachsen. Naja, vielleicht mit Ausnahme von Rio. Die zeigt mir nämlich immer wieder, was für ein Arschloch ich bin, dass ich über Bocchi lache. Doch bevor mein wahrer Charakter hier noch weiter zum Vorschein kommt, schließen wir das Video mit dem besten Anime der Season ab. Okay. Jetzt reicht's. Cute Girls Doing Cute Things Anime sind zwar schön und gut, aber dann als Anime der Season? Und dann auch noch Mates? Ich meine, jetzt wird's echt langsam lächerlich, oder? Wer schaut denn sowas? Okay, ich denke, ihr habt jetzt berechtigt ein paar Fragen. Zum Beispiel, war da gerade ein Panda, der Kastagnetten gespielt hat? Und wir werden die Fragen hoffentlich alle beantworten. Wenn man Akiba Maid War beschreiben sollte, dann gibt es typischerweise zwei Arten. Die eine ist, dass man sagt, es ist im Prinzip eine Yakuza-Show, aber jemand ist mit dem Ersetzen-Tool über das gesamte Skript gegangen und hat jedes Yakuza durch Maid ersetzt. Die andere Art der Beschreibung ist, dass diese Serie das repräsentiert, was Tarantino tun würde, wenn er ein Anime produziert. Und ich kann beide Beschreibungen gut nachvollziehen. Akiba Maid War spielt in den späten 90er Jahren. In Akiba herrscht ein extremer Kampf zwischen den Maid-Cafés, der auch gerne mal blutig wird. In all das wird Nagumi reingeworfen, die keine Ahnung von den Kämpfen hat und welche die unschöne Wahrheit lernt. Die Story ist dabei eine Abfolge von den bereits angesprochenen Yakuza-Film-Tropes. Es gibt die großen Schießereien, einen Untergrund-Maid-Gambling-Café, Maid-Boxing, den Heiligen Schwesternbund, der mit dem gemeinsamen Trinken von Sake, ich meine natürlich dem gemeinsamen Essen von Ramen geknüpft wird, emotionale Momente, in welchen unsere Protagonistin ihre pazifistische Art in Frage stellen muss und sogar das Ending ist eine Ballade, bloß eben mit Maid-Lyrics. Musik
Wer solche Filme bzw. Serien kennt, der wird auf jeden Fall seinen Spaß haben. Doch selbst wer damit nicht sonderlich familiär ist, kann mit Akiba Maid War eine Menge Spaß haben, eben weil es so enorm bescheuert ist. Aber auf eine Art, die vor allem im Medium Anime so enorm gut funktioniert. So zum Beispiel der Fakt, dass die Maid-Tänze in Wirklichkeit Bewegungen sind, die im Kampf eingesetzt werden. Oder auch einfach diese Szene hier. Oder diese hier. Oder auch einfach diese hier. Mal ernsthaft, was war der Sinn, das Schaf da reinzuwerfen? Und ich könnte hier noch ewig so weitermachen. Das Ganze hat einfach seine eigene Energie, so wie eben ein Tarantino-Film, weil alles so ernst gespielt wird, ohne dass es seltsam erscheint, aber gleichzeitig auch so humorvoll ist, dass es eine Kombination erschafft, die man nur selten irgendwo anders sehen wird. Und wer es jetzt hier noch wissen will, ja, der Panda hat auch eine Backstory. Aber mal ernsthaft, PA Works hat nach Ya Boy Kong Ming noch so einen Anime geschaffen, bei welchem ich in der Prämisse nie gedacht hätte, dass er funktionieren könnte. Und sie haben es einfach so gut hingekriegt. Und dieses Mal ist es noch nicht einmal eine Adaption, sondern tatsächlich ein Anime Original. Und das bedeutet auch, dass der Anime ein solides Ende hat, das einfach perfekt gut zu der Art des Anime passt. Es mag zwar nicht die konsistente Animation eines Chainsaw Man haben, aber das Team weiß genau, wo und wann sie am besten ihre Zeit reinstecken sollten, um das zu unterstützen, was sie erreichen wollen. Und ich denke, das ist doch etwas, was man am Ende dieses Jahres mitnehmen kann. Dass ein Anime eben nicht einfach nur die Summe seiner Teile ist, sondern dass es auch darauf ankommt, dass man versteht, was dieses Medium so besonders macht. Und es ist schön zu sehen, dass am Ende dieses Jahres sogar zwei Anime und damit auch zwei Studios das so gut zu verstanden zu haben scheinen. Und damit endet auch dieses Video schon wieder. Es kam jetzt zwar nach Neujahr raus, aber ich wünsche euch trotzdem noch ein frohes neues Jahr und hoffe, dass wir uns auch in diesem Jahr wieder das ein oder andere Mal in diesen Anime-Videos wiedersehen werden. Ich denke, gerade diese Season hat nochmal gezeigt, welche Möglichkeiten im Medium stecken und ich kann nur hoffen, dass es solche Beispiele im nächsten Jahr weiterhin gibt. Und da kommen wir auch gleich zu den Empfehlungen, denn in beiden Fällen habe ich die Hoffnung, dass genau das passieren könnte. Bei der ersten Empfehlung, der Empfehlung zur nächsten Season, handelt es sich um den Anime zum Spiel Nier Automata, bei welchem die erste Folge demnächst rauskommen sollte. Denn das Spiel selbst war immerhin ein Paradebeispiel dafür, wie man das Medium Spiel ausnutzen kann, um seine Geschichte zu erzählen, und ich hoffe, dass dies auch auf den Anime zutreffen wird. Auf das gesamte Jahr bezogen bin ich aber am meisten gespannt auf die Adaption von Oshinoko, welcher im Deutschen Mein Star heißt, einem Werk vom selben Autor wie Kaguya-sama, wobei es sich diesmal nicht um eine Rom-Com handelt, sondern es geht um die Entertainment-Industrie. Dabei dreht sich die Geschichte darum, was hinter den Kulissen passiert, wie das die Person beeinflusst und auch welche Rolle Social Media dabei spielt. Der Anime wird im April starten und ich bin deshalb so gespannt, weil ich den Manga, soweit er bisher veröffentlicht ist, sowohl auf Japanisch als auch Deutsch gelesen habe und ich finde, da ist einiges möglich. Und es scheint zumindest, als wüsste man auch im Studio, dass man da potenzielles Gold hat, denn die erste Folge ist bereits jetzt als ein 90-minütiges Special angekündigt, was für den Beginn der Geschichte sicher eine enorm gute Idee ist, aber das werdet ihr dann sicher auch sehen. Jedenfalls zeigt das mir zumindest, dass diejenigen dahinter wahrscheinlich wissen, was sie machen. Aber das werden wir dann erst im neuen Jahr sehen und ich hoffe, ihr genießt die eventuell letzten freien Tage noch und schaut in den ein oder anderen hier vorgestellten Anime mal hinein, bevor wir uns dann zum nächsten dieser Videos wiedersehen.